Ausland weiß ja zum Beispiel kaum jemand, wer Helene Fischer ist. Dabei ist sie in Deutschland ein Superstar. Umgekehrt geht es einem eben auch manchmal so, wenn man Charts aus anderen Ländern anguckt. Ja, in Südafrika, da gibt es, in Köln würde man sagen, ein Cremeschnittchen. Also der macht Hip-Hop, der macht Folk, der macht Pop. Das ist einfach zum totalen Mitreißen. Und mit dem ersten Album direkt 3 Nummer-1-Hits. Das muss ihm auch erstmal einer nachmachen. Jeremy Loops heißt der Mann. Und wir sorgen heute dafür, dass er auch bei uns bald kein Geheimtipp mehr ist. Jeremy Loops in seiner Heimat Südafrika ist er ein Star. Sein Debütalbum Trading Change ist 2014 auf Anhieb ein Riesenerfolg und erobert die Charts. Sein Stil? Entspannter Folk-Pop mit Reggae-Touch und ein bisschen Hip-Hop. Die Singles Down South, Skinny Blues und Sinner wurden in Südafrika Nummer 1 Hits. Eigentlich hat der 34-Jährige mit Schweizer Wurzeln Immobilienwirtschaft studiert. Doch am Ende des Studiums ist ihm klar, ich gehöre nicht ins Büro, sondern auf die Bühne. Der engagierte Umweltschützer und begeisterte Surfer ist nicht zu bremsen. Letztes Jahr ist Album Nummer 2 erschienen, Critical as Water. Jetzt ist er auf Deutschland-Tour, Jeremy Loops. Und heute macht er Station im ALD-Morgenmagazin. Guten Morgen, Jeremy. Hi. Good morning. How are you? Schön, dich hier zu haben. Der berühmteste südafrikanische Sänger in Deutschland ist bisher Howard Carpendale. Kennst du den? Nein. Hab noch nie von gehört, tut mir leid. Das hatte ich befürchtet. Jetzt strengst du dich an, quasi sein Nachfolger zu werden und jetzt in Deutschland eben den Durchbruch zu schaffen. Wie fühlt sich denn für dich der deutsche Winter an? Ja, yeah, it's obviously a lot colder. Also natürlich viel kälter. Wir kommen gerade aus dem Hochsommer in Südafrika. Jeden Tag 30 Grad. Ich lebe in Kapstadt. Also ich lebe viel draußen, viel auf dem Meer. Das ist ziemlich schwierig, gerade in dieser Zeit den Sommer hinter sich zu lassen und wirklich in diesen tiefen Winter zu kommen. Und die Band lernt jetzt mal, wie man Lederhosen und warme Unterhosen trägt. Ich weiß nicht, wie man sich vor der Kälte sonst schützen soll. Das ist lustig. Wir sind einfach die Kälte nicht gewöhnt. Wir kommen aus Südafrika, dafür sind wir nicht gemacht. Aber es ist schön. Es ist auch eine schöne Zeit. Ist auch lustig, dass ihr euch für eure riesige Deutschland-Tournee, ihr seid in so vielen Städten in Deutschland, gerade diesen eisigen Januar ausgesucht habt. Aber gehen wir mal zurück an den Anfang deiner Karriere. Dein Opa, Schweizer Unternehmer, hat dein Studium finanziert, du hast Immobilienwirtschaft studiert und dann landest du nicht in irgendeinem Büro, sondern als Straßenmusiker. Was hat Opa denn dazu gesagt? Yeah, he was, I think, probably of all the people in my family, war von allen Leuten in meiner Familie möglicherweise der skeptischste. Meine Mutter und mein Vater haben mich immer unterstützt, was immer ich Lust hatte zu machen. Die haben mich immer unterstützt. Mein Großvater war ein sehr traditioneller Schweizer Geschäftsmann, oder ist ein sehr traditioneller Schweizer Geschäftsmann. Der hatte eine klare Vorstellung von, was Erfolg ist. Und er hat ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, was ich mache. Er hört selber gar nicht viel Musik, also das ist etwas ganz Fremdes für ihn. Aber das hat sich ein bisschen verändert jetzt. Er ist im März in Zürich in mein Konzert gekommen. Das war ausverkauft, 200.000 Leute. Und die sind völlig ausgerastet in diesem großen Konzertsaal. Da war alles ausverkauft und er hat sich das angeguckt. Da gab es eine VIP-Sektion für meine Schweizer Familie. Da waren viele Leute, die sich um ihn gekümmert haben, die ihn bedient haben. Und dann waren die Zeitungen da und Fernsehen und Radio. Und dann ist ihm klar geworden, das ist was. Das ist was Ernsthaftes geworden jetzt. Das war cool. Und dann ist er mit dem Tourbus, also wir sind im Tourbus vorgefahren und dann hat seine Meinung sich verändert. Er wird im März nach Südafrika kommen zu meinem Geburtstag. Und du hast aber, wie Anna hat es gerade gesagt, vorher Immobilienwirtschaft studiert. Gibt es irgendwas aus diesem Studium, was du mitgenommen hast, was dir jetzt hilft bei deinem Leben als Musiker? Yeah, I think a lot. Ja, ziemlich viel, glaube ich sogar. Die meisten Menschen erzählen dir am Beginn deiner Musikkarriere nichts darüber, dass das meiste vom Musikgeschäft eben Geschäft ist. Niemand sagt dir, also viele meiner Freunde, die in der südafrikanischen Musikindustrie hochkommen, schaffen es nicht, weil sie nicht richtig verstehen, wie die finanzielle Seite funktioniert. Auch die gesetzliche Seite ist wichtig. Es gibt viele Horrorgeschichten über Künstler, die sehr schlechte Verträge unterschreiben.
verzeichnen. Und damit ist ihre Karriere dann zu Ende. Und Teil meiner Studien, ich habe ja auch 4 Jahre Jura studiert, also Business Jura, und ich unterschreibe nichts, bevor meine Rechtsanwälte sich das angeguckt haben. Und diese Geschäftsseite ist wichtig und das kommt mir sehr entgegen. Es ist auch ganz anders. Der südafrikanische Rand ist sehr schwach im Vergleich zum Euro, 17 zu 1. Also wenn wir im Ausland touren, dann müssen wir sehr viel länger im Voraus planen. Die Budgets sind viel enger, also wie man fliegt. 14 Leute müssen hier rüberfliegen und man zahlt dann hier die Tourbusse, Hotel und so weiter. Und wir haben, es ist was anderes, ob du dein Geld in Euro oder in Rand verdienst. Also das zahlt sich wirklich aus, dass ich studiert habe. Und wie du dein Wissen nicht nur in die Musik nachher noch zusätzlich gießt, weil du bist ja auch noch ein Kreativ, und was du mit dem Umweltschutz auch noch machst, das klären wir alles gleich. Auf der Bühne hören wir dich und sprechen auch noch einen Moment. Wir freuen uns, dass du heute Morgen hier bist im ARD-Morgenmagazin. Thank you. Yeah, it's good to be here. Vielen Dank, ich bin auch gerne hier. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. In einer Stunde live und jetzt der Sport. Wir haben heute einen Superstar aus Südafrika zu Gast, Jeremy Loops. Und wenn Sie sagen, wer ist denn das, habe ich hier in Deutschland noch nichts von gehört, das ändert sich jetzt. Jeremy Loops, in seiner Heimat Südafrika ist er ein Star. Sein Debütalbum Trading Change ist 2014 auf Anhieb ein Riesenerfolg und erobert die Charts. Die Singles Down South, Skinny Blues und Sinner wurden in Südafrika Nummer 1 Hits. Wasser und das Meer sind für den begeisterten Surfer und Umweltschützer Inspiration für Album Nummer 2, Critical as Water. Jetzt ist er auf Deutschland-Tour, Jeremy Loops. Was für ein Multitalent. Mit dem ersten Album 3 Nummer 1 Hits. Dann hast du deinen Opa glücklich gemacht, weil du dein Studium der Immobilienwirtschaft fertig gemacht hast. I tried. Dann tourst du durch die Welt und du bist auch noch Umweltaktivist. Was ist das für eine Aktion, die ihr da macht mit den Bäume pflanzen? Ich habe eine Organisation gegründet, die heißt Green Pop. Dafür sammeln wir Geld und pflanzen Bäume in armen Gegenden in Südafrika. Es gibt in Südafrika eine wirkliche Spaltung der Gesellschaft zwischen den sehr reichen und den sehr armen Gegenden. Das ist ein Vermächtnis unseres Apartheid-Regimes. Ich habe also eine Organisation mit Freunden gegründet vor neun Jahren inzwischen, um Bäume zu pflanzen in Schulen zum Beispiel. Und wir haben 10 Jahre später 100.000 Bäume schon gepflanzt in über 400 Schulen und auch in Waisenhäusern und so weiter. Also das ist eine Art für Leute, sie machen dann ihre Hände schmutzig, aber kriegen wirklich Kontakt mit der Erde, und die Leute aus den Vororten kommen dann in die Townships und erleben das Leben dort. Viele übrigens aus Deutschland auch als Helfer. Wir freuen uns, dass du so engagiert bist und noch Zeit findest, Musik zu schreiben. Wir sehen dich jetzt. Nach und nach kommt deine Band auf die Bühne, Jeremy Loops mit Down South. Bühne frei hier im ARD Morgenmagazin. Thank you. I've got a few different effects in this pedal of mine. I got some delay. It's really, really deep voice as well. But for Down South, we're going to use this lovely, lovely lady's voice. Warning man, you get away from me. See that body, I'ma take it from me. Sing. Warning man, you get away from me. Down, see that body, I'ma take it from me. Sing. Warning man. Get away from me, sound. See that body, I'ma take it from me. Say, what a man, you get away from me, sound. See that body, I'ma take it from me. Say, what a man, you get away from me, sound. See that body, I'ma take it from me. Say, what a man, you get away from me, sound. See that body, I'ma take it from me. Say, what a man, you get away from me, sound. See that body, I'ma take it from me. Say.
up and I said that I would call, squeeze you a little bit of love. I didn't want to, but it's good to see you. Oh my, how you doing? Whoa, I didn't want to leave you down south, and I said that I would call, squeeze you a little bit of love. I didn't want to. Anyway, and in the light of day, I didn't know this. And everything she was, I didn't show this. And in the light of day, I didn't know you. That I wanted you to stay and I didn't want to go. I wouldn't take it away from you, no, no. I didn't want to leave you down south, and I said that I would cool, squeeze you a little bit of love. I didn't want to, but it's good to see you. Oh my, how you doing? Whoa, I didn't want to leave you down south, and I said that I would cool, squeeze you a little bit of love. I didn't want to. Anyway. Signs you've wanted to hear it all, seeing it all clear, seemed to be surprised. Remember how we say someday we'll set sail. It took us so much to get to where we are, and right now you are slowing me down, down, slowing me down, down. Trying to get up, you're supposed to hold me down. It's different, ambiguous it may seem, like shines in the dark. I couldn't see in the light of day everything we dreamed. I didn't know this. See it react, insecure in dreams, everything dreams, dreams. I'm tearing up these scenes, come on. I'm in waste for one, took me 26 years to feel this something. And I'll be damned if I let it slip away, 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 away. Turn up, turn up. I didn't want to leave you down south, and I said that I would cool, squeeze you a little bit of love. I didn't want to, but it's good to see you. Oh my, how you doing? Whoa, I didn't want to leave you down south, and I said that I'm cool, squeeze you a little bit of love. I didn't want to. Anyway. Jeremy Loops and Van, cool. Das ist Funk und Hip-Hop. Ich fühle mich fast wie letzten Montag beim Fanta 4-Konzert. Dankeschön, dass ihr hier wart. Good. That's a pleasure. Thanks for having us. Es hat uns Spaß gemacht. Danke, dass wir kommen durften. Peter mit dem Sport jetzt.